Und klappe die vierte, wenn ich mich recht entsinne. Liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage, ich habe auch zu Sterbefällen und Obduktionen gefragt und lese vor. Sehr geehrter Herr Schäfer, anbei die abschließenden Antworten des Gesundheitsamtes. Darüber hinaus erteilen wir aus fachlichen, zeitlichen und personellen Gründen keine Auskünfte, siehe auch unsere Mail vom 9. Dezember. Habe ich vorhin schon mal erwähnt, nette Mail vom Chef des Presseamtes Kai Schulz. Ich soll nicht nerven, das ist die Kurzversion. Etwas polemisch ausgedrückt von mir. So, Verstorbene, bitte teilen Sie mir bei aktuell 95 Sterbefällen im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus mit, erstens, wie hoch das Alter der Verstorbenen im Durchschnitt war. Ich bitte davon abzusehen, mich erneut auf die Zahlen des RKI nach Altersgruppen zu verweisen, sondern mir anhand des Melderegisters das tatsächliche durchschnittliche Sterbealter mitzuteilen. Ja? Durchschnittliches Sterbealter von derzeit oder damals 95 Sterbefällen. Antwort: Das Gesundheitsamt verweist aufgrund des Datenschutzes ausschließlich nur auf die RKI-Zahlen. Dazu muss man wissen, dass im Infektionsschutzgesetz, ich glaube es ist Paragraph 11, steht, was das Gesundheitsamt alles an das RKI melden muss. Der Weg führt über das LUA oder über die LUA, Landesuntersuchungsanstalt in Sachsen. Das heißt, das Dresdner Gesundheitsamt meldet es an den Freistaat weiter und der Freistaat ans RKI. Ich glaube, es darf jeweils ein Tag dazwischen vergehen, maximal. Und ich verstehe also nicht, wenn man weiß, dass derjenige im Dresdner Melderegister steht und dort auch das Geburtsdatum im Melderegister steht. Und wenn ich mich recht entsinne, muss also laut Infektionsschutzgesetz der Geburtsmonat und das Geburtsjahr angegeben werden und natürlich auch das Sterbedatum. Also die Stadt Dresden verfügt über das tatsächliche Sterbealter jedes einzelnen dieser damals 95 Sterbefälle oder Verstorbenen und beruft sich jetzt also, wo ich den Durchschnitt aller 95 abfrage, auf den Datenschutz. Selten habe ich was Lächerlicheres gelesen in der Presseanfrage bzw. Antwort auf eine Presseanfrage als das. Unglaublich. Zweitens, bei wie vielen Verstorbenen im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus eine Obduktion durchgeführt wurde und in wie vielen Fällen Covid-19 als alleinige Todesursache festgestellt wurde. Bitte sehen Sie davon ab, mir die Todesursache laut Totenschein mitzuteilen. Mich interessieren ausschließlich für durch Obduktion festgestellte Todesursachen. Antwort: In diesem Fall sind die Pressestellen der Krankenhäuser als Ansprechpartner zu nennen. Das Gesundheitsamt führt keine Obduktionen durch. Was kann ich dazu sagen? Ja, natürlich führt das Gesundheitsamt selber keine Obduktion durch, aber im Sinne der Statistik und des Wissens hätte das Gesundheitsamt ja ein Interesse daran bekunden können, dass es die Ergebnisse von Obduktionen erfährt. Und wie ich vor Monaten bereits mal erfahren habe, wurden also bei damals 10 Sterbefällen, das war also irgendwann im Sommer, 2 Obduktionen durchgeführt. Auch hier habe ich ins Infektionsschutzgesetz geguckt und habe dort gelesen, Paragraph weiß ich gerade nicht, könnte auch Paragraph 11 sein, war es wahrscheinlich nicht, dass das Gesundheitsamt Obduktionen anordnen kann bzw. darf. Und so wie es aussieht, macht das Gesundheitsamt davon keinen Gebrauch, sondern verlässt sich in aller Regel darauf, was auf dem Totenschein steht. Und wer diesen Totenschein im Zweifelsfall ausstellt, weiß ich nicht. Der Erinnerung nach verstarben damals die meisten Menschen tatsächlich im Krankenhaus. Das heißt, das Krankenhaus wäre dann dazu angehalten, eine Obduktion durchzuführen, beziehungsweise auf Anordnung des Gesundheitsamtes eine durchzuführen. Das geschieht wohl nur in den wenigsten Fällen. Auch hier eine Nullantwort. Vielen Dank. Drittens, in wie vielen Sterbefällen wurde erst postmortem ein PCR-Test durchgeführt und der fiel dann positiv aus? Antwort, das Gesundheitsamt hat darüber keine Kenntnis. Jawohl. Viertens, in wie vielen Fällen
wurden Personen auf der Intensivstation beziehungsweise unter sind Personen auf der Intensivstation beziehungsweise unter invasiver Beatmung verstorben? Antwort: In diesem Fall sind die Pressestellen der Krankenhäuser als Ansprechpartner zu nennen. Also, auch hier hat das Gesundheitsamt offenbar, nicht offensichtlich, sondern offenbar keine Kenntnis. Wir wissen inzwischen aus vielen anderen Städten und auch aus Studien, dass die invasive Beatmung in vielen Fällen erst dazu führt, dass die Menschen versterben, weil die Lungenbläschen platzen. Das ist jetzt meine medizinische Laien, nicht Laienmeinung, aber mein Laien, aus meinem Laienverständnis heraus formuliert. Gibt es mit Sicherheit diverse Links. Ich habe auch einen als Lesezeichen, vielleicht packe ich ihn in die Kommentare oder in die Videobeschreibung. So, fünftens. Wie viele Sterbefälle gab es außerhalb von Krankenhäusern? Antwort: Darüber führt das Gesundheitsamt keine Statistik. Auch super. Hatte ich auch schon mal angefragt. Damals habe ich eine Antwort bekommen. Dieses Mal nicht. Sechstens. Inwieweit unterscheidet sich das Sterbealter im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus vom Durchschnitt aller Sterbefälle? Auch hier. Darüber führt das Gesundheitsamt keine Statistik. Dankeschön. Siebtens. Ich würde es überaus begrüßen, wenn die Landeshauptstadt Dresden die Antworten auf meine Fragen in geeigneter Form selbst, in Klammern regelmäßig, Klammer zu, veröffentlichen würde. Antwort: Dafür fehlt dem Gesundheitsamt, wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, derzeit keine Kapazität. Jo, geil. Ich könnte mich wegschmeißen vor Lachen. So, ich glaube, hier geht es dann um das nächste Thema, genau. Quarantäne. Bitte teilen Sie mir mit, wie viele Quarantänebescheide im Zusammenhang mit einem positiven PCR-Test bisher versandt wurden, beziehungsweise wie viele Personen insgesamt, in Klammern seit März 2020, von einer Quarantäne betroffen waren. Antwort: Personen mit positivem Testergebnis nach PCR werden abgesondert, in Klammern vorher per Einzelbescheid, seit dem 4.12. durch Allgemeinverfügung. Die Zahl der positiven Fälle ist auf Dresden bla Corona einsehbar. Über die Zahl der Bescheide für Kontaktpersonen wird keine Statistik geführt. Herzlichen Glückwunsch. Also, auf der Seite Corona. Mir fällt jetzt gerade nur die Corona-Ampel ein, beziehungsweise die Seite Quarantäne. Und da sind nur die Quarantäne oder die Personen und die Einrichtung eingeführt, wo es sich um Gemeinschaftsunterkünfte handelt. Muss ich gleich nochmal nachgucken, ich gehe erst noch weiter. Bitte teilen Sie mir zudem mit, wie viele Personen dagegen Widerspruch eingelegt haben und in wie vielen Fällen es gegebenenfalls zu einer Zwangseinweisung gekommen ist. Antwort: Darüber führt das Gesundheitsamt keine Statistik. Es gibt verschiedene Widersprüche, welche sich gegen die Quarantäne an sich und welche sich gegen die Dauer der Quarantäne bzw. den festgelegten Zeitraum richten. Viele Widersprüche erledigen sich entweder bei glaubhaftem Sachvortrag durch Anpassung des Quarantänezeitraumes. Punkt. Bei Widersprüchen gegen die Quarantäne an sich reicht oftmals die Erläuterung der Rechtslage, das heißt die Drohung einer Zwangseinweisung, und der Grundlagen für die getroffene Entscheidung und der Widerspruch wird für erledigt erklärt. Jawohl, ich habe so einen Quarantänebescheid, ich habe zwei vorliegen, einen für eine Einzelperson, einen für eine ganze Schulklasse und da wird einfach mal mit einer Zwangseinweisung gedroht. Ja, kein Wunder, dass die Leute dann klein beigeben. Wir sind halt alle nur Untertanen. Jawohl, so. Zehntens. In wie vielen Fällen musste dazu ein Gericht bemüht werden? Antwort: In Sachen der Quarantäne als Index- oder Kontaktperson noch keine. In Sachen der Quarantäne nach sächsischer Corona-Quarantäneverordnung gab es einen Antrag im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht Dresden. Dieser Antrag wurde mit Beschluss vom 5. Mai 2020 abgewiesen. Also offenbar gab es nach dem Mai, also jetzt in der sogenannten zweiten Welle, gab es noch keinen Widerspruch, obwohl tausende Menschen in Quarantäne geschickt wurden. Elftens. Meiner Kenntnis nach berufen sich die Gesundheitsämter in den Quarantänebescheiden auf die Paragraphen 28 und 30 des Infektionsschutzgesetzes.
die ausdrücklich nur die Lungenpest und von Mensch zu Mensch übertragbares hämorrhagisches Fieber als Absonderungsgrund vorsehen? Antwort: Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 kann auch bei sonstigen Kranken und Krankheitsverdächtigen angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder sonst geeigneterweise abgesondert werden. Nach § 30 Absatz 2 ist auch die zwangsweise Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder auch einer anderen abgeschlossenen Einrichtung möglich. Derartige Unterbringungen wurden auch schon vor Auftreten des Coronavirus in Fällen der Erkrankung an Tuberkulose mit gerichtlichem Beschluss durchgeführt. Aha, an mir vorbei geantwortet, schön. So, 12. Trifft es zu, dass nur ein Gericht über die Einweisung in eine geschlossene Einrichtung befinden darf? In wie vielen Fällen war das bisher notwendig bzw. der Fall? Antwort: Im Falle einer derartigen Unterbringung erwirkt das Gesundheitsamt beim zuständigen Betreuungsgericht einen Beschluss, welcher dann unter Zuhilfenahme des Polizeivollzugsdienstes durchgesetzt wird. Bislang haben wir hauptsächlich in Einzelfällen mit zusätzlicher psychischer Erkrankung in Klammern Demenz und dementsprechender fehlender Krankheitsbehandlungs- und Verhaltenseinsicht einen gerichtlichen Unterbringungsbeschluss erwirkt. Ich hatte gefragt, in wie vielen Fällen? Und die Antwort ist eine Nullantwort. Sie sagen mir nicht, in wie vielen Fällen das der Fall war, sondern beziehen sich hier nur ausschließlich auf demente Menschen. Herzlichen Glückwunsch, liebes Gesundheitsamt. Wahnsinn, ihr seid richtig gut. So, Tests. Hat die Landeshauptstadt Dresden im Bereich des Eigenbetriebes städtisches Klinikum Kenntnis über die Gesamtzahl bzw. Testzahl bzw. die statistische Zahl der positiven Ergebnisse? Wir erinnern uns, ich habe schon eine Presseanfrage vor ein, zwei Videos gemacht und da wurde mir eine Antwort gegeben. In dieser Antwort steht, das Gesundheitsamt hat darüber keine Kenntnis. Also, irgendwo zwischendrin gab es einen Erkenntnisfortschritt beim Gesundheitsamt. Herzlichen Glückwunsch dazu! 14. Fließen die positiven Tests in die Corona-Statistik mit ein? Antwort: Es gibt über die PCR-Testung nur ein negatives oder positives Ergebnis. Die positiven Bescheide werden in unserem Dashboard dargestellt. Auch diese Frage wurde mir in einer anderen Antwort schon mal beantwortet und da war die Antwort eine andere. 15. Wie werden positive Testergebnisse im Fall von Mehrfachtestungen ein und derselben Person behandelt? Antwort: Personen, die innerhalb von 90 Tagen vor dem letzten Kontakt zu einer positiv getesteten Person selbst positiv getestet wurden und in Quarantäne waren, gelten nicht als Kontaktperson der Kategorie 1. Komplett an mir vorbei geantwortet. Und das Video ist schon lang genug, auch dabei will ich es hier erstmal bewenden lassen. Bildet euch eure eigene Meinung, tun die wenigsten, ich fordere euch hiermit dazu auf. Pfiat euch!